Gleich startet das Qualifying für den Grand Prix von Italien hier auf dem Autodromo di Monza. Die Teams werden jeden Augenblick auf die Strecke fahren. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Die Teams sind mit einer Vielzahl von Teilen eingetroffen, mit denen sie das meiste aus den langen Geraden herausholen wollen. Die Wagen werden zwar in den Kurven schwerer zu steuern sein, aber das gilt ja dann für alle Teams. Ja, und damit Servus und Hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge F1 2017. Ja, zum königlichen Park von Monza. Heute hier das Gastspiel im Qualifying und endlich, liebe Freunde, endlich eine trockene Strecke. Wie ich das feiere, dieses Regentraining 1, 2, 3, das hat mich jetzt doch ziemlich, ja, angestrengt und auch frustriert. Ne, teilweise bin ich so oft von der Strecke abgeflogen, dass ich dann auch die Funktion der Rückblende benutzt habe. Weil es mir einfach zu blöd war, jedes Mal mit dem kaputten Auto zurück in die Box zu fahren. Also da war ich dann faul und habe die Rückblende bemüht. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wir haben neue Komponenten am Start, liebe Freunde. Wir haben komplett die neuen Komponenten geswitcht. Ne? Das habe ich schon zum letzten Training gemacht. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Wir bestätigen Parc Fermé. Alles fertig, wir sind bereit. Und fahren raus. So, erst einmal jetzt Eindruck im Trockenen gewinnen. Ne? Wie sieht's die trockene Strecke aus? Wir fahren auf Rot. Rot, der weichste Reifen offenbar hier in Monza. Also hier wird nicht auf Ultras gefahren, sondern hier ist der Supersoft, Soft und der Medium am Start. Wir sind gespannt. So, da die Boxenausfahrt. Zack, Limiter aus. Und auf geht's. Und hinter uns Romain Grosjean, unser neuer Rivale, liebe Freunde. Ne, unsere gute Managerin hat mir gerade eben, ja, vor dem Sprung zum Qualifying, man erwartet übrigens Platz 16 von uns, mitgeteilt, dass Romain Grosjean der nächste Rivale ist. Ja, der fährt einen Haas und Haas ist ein kleines bisschen unter dem Level von Force India, also Carlos Sainz. Man sollte meinen, dass es einfacher wird, aber ich traue dem ganzen Braten noch nicht so ganz. Oh Gott, oh, 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 die Kurve hat's. Ja, dankeschön. Dankeschön. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber gehe es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Das fängt gut an. Fährt mir mein neuer Rivale gleich mal über den Frontflügel. Das erinnert uns jetzt irgendwie an Max Verstappen in Kanada, ne? Der Rennstart. Unglaublich. Unglaublich. Na gut, schon, was soll's, dann fahren wir halt den ersten Stint. Mit kaputtem Frontflügel. Ist doch egal. Ist doch egal. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. Boah, Alter. So viel Schaden verträgt er. Chef, sei leise. Okay, geht in Ordnung. Danke. Geht gar nicht, ne? Dies, also, die alte Labertasche hier. So, ich lasse mal ein bisschen Abstand. Nicht, dass ich irgendwie versehentlich auf unseren neuen Rivalen auffahren würde. Das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Erst einmal jetzt unter trockenen Bedingungen an die Strecke gewöhnen. Ist halt doch was anderes, ne? Monza bei Regen oder bei trockener Bedingung. Deswegen, auf geht's. Voll Zunder jetzt. Andere Bremspunkte. Und gleich mal den Kwiat. Vor uns den Torpedo, genau. Der ist aber auf seiner Outlap. Also der fährt keine Hotlap, keine gezeitete Runde. Der wird uns jetzt natürlich saublöd im Weg stehen. Super, Dankeschön. Uiuiui. Ne, da musste ich jetzt heftig gegenlenken, hat man glaube ich gesehen. Ein 27 Alonso, uiuiui. Ein 24 Vettel, die machen ernst, die Jungs. Die machen ernst jetzt. Erst einmal, wie gesagt, Sicherheit gewinnen auf der Strecke. Deswegen, ich werde heute auch ein paar Runden länger fahren, weil einfach kompletter trockener Eindruck fehlt. Heißt, wir werden natürlich unsere MGUK und den Turbolader deutlich mehr beanspruchen müssen, vermutlich, und den Verbrennungsmotor auch. Indem wir hier ständig auf volle Bulle fahren. Ah, wir sind zumindest an Kwiat hingekommen. Ein 26,7, okay. Gar nicht mal so schlecht eigentlich, ne? Ups, okay, war ein bisschen ein hartes Manöver. Entschuldigung.
Schau, ich habe jetzt den Grosjean gemacht. Und jetzt toppe ich das Ganze, indem ich ihn vorbeifahren lasse. Genau, zuerst lasse ich ihn seinen Flügel kaputt fahren und dann lasse ich ihn vorbei. Das ist doch nett von mir, oder? So macht es Romain Grosjean. Wunderbar. Habe ich schon was gelernt von meinem neuen Rivalen. Okay, also da, bei der Schikane muss ich ein bisschen anders fahren als noch in den Vorgängern. Ich merke schon, ja, da konnte man 2012 eine richtig schnelle Linie durchfahren. Hier scheint es nicht mehr so zu gehen. Und auch im Turn 1 muss ich aufpassen. Da ist innen so ein erhöhter Abweiser. Ne, das war schon 2016 so. Habe ich mich einmal sauber weggedreht. Im Qualifying, glaube ich, war es. Damals. Also ein bisschen verändern sich die Strecken schon. Die Grundcharakteristik bleibt aber trotzdem. So, jetzt, okay, was macht die Reifen? Ja, haben schon ein bisschen was abgekriegt, aber 4% ist noch kein Problem. Also wir stellen wieder auf Max. Auf Max Verstappen, genau. Motoreinstellung auf Max Verstappen und dann gib ihm. Weiter Bogen fahren, gut ausholen. Viel Speed mitnehmen. Und jetzt prügeln. DRS und Klick. Jawohl. Auf das Ding. Mal schauen, ob wir die 330 packen. Ja. Ganz locker. So, und durch, runterschalten und voll pinseln. Jawohl. Da sind wir gut durchgekommen. Man sieht oben rechts, das grüne Delta verrät, wir sind ein kleines bisschen schneller als bei unserer schnellsten Runde. So, hier, ja, okay. Da ist der innere Abweiser auch ein bisschen erhöht, habe ich gerade noch gesehen, müssen wir auch aufpassen. Na, ja, da war ich jetzt zu weit außen, habe ich jetzt Zeit verloren. Da sind wir ein bisschen schneller durchgekommen. Okay, knapp 15. Das Delta derzeit. Wir sind zurückgefallen auf Platz 10. Uiuiui, ui, ui, verbremst. Böse. Ach, okay, die Runde ist beim Teufel. Mist. Ah, Ascari. Ah, da kommt einer, Moment. Ja, sorry Stroll, jetzt habe ich deine Runde kaputt gemacht, ne? Tut mir leid. So, jetzt schaut doch mal hier. Jetzt sieht man ein bisschen die Dreckspur, die wir hinter uns herziehen. Kleines bisschen hat man es gesehen. Hoffentlich kriege ich den Reifen jetzt wieder sauber für die neue Runde. Also nochmal, weit ausholen. Und Pinsel. Neuer Versuch. 15. haben wir gesehen. 15. gehen. Wir sind auf P11 zurückgefallen. Auf ein neues. Wir geben nicht auf, wir haben ja Zeit. So, zack und... Jawohl. Ja, da kann ich sogar im dritten bleiben, da muss ich gar nicht im zweiten runterschalten. Ja, 1,5 Zehntel haben wir gewonnen. Okay, da seht ihr, hat man auf der Innenseite gesehen, auch ein leicht erhöhter Curb. Oh, schaut mal hier, 6 Zehntel. Die erste Lesmo. Diesmal deutlich schöner erwischt. Wir sind bei 9 Zehntel. Wir sind bei 1 Sekunde. Ja, so langsam testet man sich an die Grenze hin. 1,2 Sekunden. Schön durchgekommen, 1,3 Sekunden. Da geht doch noch was. Das könnte Top 10 werden am Ende vom Tag. Doch diesmal eine engere Linie wählen, genau. Schön durchgekommen. 1,2 Sekunden. Läuft. Platz 6, ui, stark. Platz 6 ist stark. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber gut, wir haben auch komplett neue Komponenten drin, ne? Darf man nicht vergessen, ich fahre in die Box zurück. Nochmal einen frischen Reifensatz aufziehen. Können wir mal eine Runde auf Marker fahren. Oh, wir haben nur noch 2 Minuten 50. Okay. Ah, das wird eng. Kann ich vielleicht doch nicht auf Marker fahren. Ah, wobei, das schaffen wir nicht. Leute, das schaffen wir nicht. Wir können nicht mehr. Nee, geht nicht. Wir müssen...
Oh, mit dem Reifensatz müssen wir starten. Eieiei. Gut, das sind jetzt natürlich viele Runden drauf. Aber wir schaffen da keine gezeitete Runde mehr. Wenn ich jetzt reinfahre, Reifenwechsel, nochmal eine Outlap fahren, das geht sich nicht aus. Dafür verlieren wir in der Box zu viel Zeit. Das funktioniert nicht. Ne, bis die Jungs das Auto in die Box gebracht haben. Es besteht da nicht die Möglichkeit, dass man sagt, ich will bloß einen schnellen Boxenstopp machen, also einen Rennboxenstopp, schnell reinfahren, Reifen wechseln, weiter geht's. Das macht das Spiel ja nicht. Das bietet das Spiel nicht an. Das finde ich übrigens sehr schade, dass das nicht möglich ist. Denn in der Formel 1 ist sowas sehr wohl möglich. Dann könnten wir nämlich noch eine gezeitete Runde fahren. Aber so keine Chance. Wir sind zurückgefallen auf Platz 7. Also Boxen einfach nochmal üben vielleicht. Jawohl, war gar nicht schlecht, oder? Doch, ich fand, das war gar nicht schlecht, die Boxenanfahrt. So, jetzt haben wir 1,34, 1,33, 1,32. Schaut mal oben rechts, das reicht nirgendwo hin. Ne, keine Chance, hier nochmal eine Runde zu fahren. Und ich wollte jetzt einfach die Reifen nicht noch zusätzlich zerstören. Wir sind eh schon viel zu viele Runden draufgefahren auf dem Satz. Ne, habe ich die Zeit ein bisschen aus dem Auge verloren. Aber ich bin zufrieden. P7 ist schon ein super Ergebnis eigentlich für unseren Honda. Ja, aber man weiß halt nicht, wie ist die Teilesituation bei der Konkurrenz. Ja, wenn die Konkurrenz alles mit gebrauchten Komponenten fährt, dann ist dieser 7. Platz zwar lustig, aber sagt im Endeffekt gar nichts aus. Also man kann das hier irgendwie an nichts festmachen. Da tue ich mir manchmal echt schwer. Wenn ich das irgendwo sehen könnte, dann könnte ich jetzt diesen 7. Platz einordnen. Aber nachdem das nicht geht. Okay, Sektor 1, 2 Zehntel langsamer als Hamilton. Sektor 2, 7 Zehntel langsamer. Sektor 3, 7 Zehntel. Ja, wir sind 4 Runden gefahren. Schau ich das mal an. Entsprechend ist der Reifen. Eieiei. Was macht denn Sergio Perez auf Platz 3? Ich habe mich gerade verschaut oder was? Das ist eine Frechheit. Wo sind die anderen? Wo ist Bottas? Wo ist Räikkönen? Ach, die fahren gar nicht. Ach doch, die fahren jetzt. Uiuiui. Okay. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Hamilton, Vettel und Kimi Räikkönen. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Okay. Das ist jetzt interessant. Schaut euch das mal an. Der Ocon, der Force India und der Perez, ebenfalls Force India. Beides Mercedes befeuerte Autos sind schneller als die Red Bull. Das passt in meinen Augen jetzt eigentlich nicht mehr so, denn der Red Bull ist zurzeit richtig stark. Auch auf Strecken, wo es um Speed geht, ne, wo man normalerweise dem Red Bull immer nachgesagt hat, der Red Bull ist so ein Aerodynamikmonster, der hat wahnsinnig viel Abtrieb, aber der hat halt keine Power. Ja, da haben sie nachgelegt. Naja, dann kommen wir. Okay, wir sind vor Williams, vor beiden Williams sogar. Lance Stroll, eine ganz schlechte Performance irgendwie, der Kollege. Die ganze Saison über schon Lance Stroll, sehr schlechte Performance. Felipe Massa haben wir hinter uns, Magnussen hinter uns, Hülkenberg hinter uns. Kwiat, Grosjean, unser neuer Rivale, 5 Zehntel langsamer. Naja, aber die Teile. Wie gesagt, ich sehe es leider nicht. Alonso ist 2 Sekunden langsamer, da weißt du auch nicht, was sind da Teile. Ne, wenn der auch so abgenutzte Komponenten hatte, dann ist das alles kein Wunder. Das wäre was vielleicht für F1 2018, dass man da einfach mehr Informationen bekommt. Okay, es ist jetzt. Was ist das jetzt? Jetzt habe ich eine Errungenschaft gekriegt, voll auf die 11. Keine Ahnung, was man uns damit sagen will. Es zeichnet OBS ja nicht auf, diese Steam-Errungenschaften, die sehe ich jetzt hier bei mir am Bildschirm, aber ihr seht die nicht, die werden nicht angezeigt in der Aufnahme. Also das wäre auf jeden Fall was für nächstes Jahr, für 2018, dass man hier diesen Informationsgehalt noch etwas ausbaut. Ich meine, es ist ja die erste Saison, ne, wo diese Autoweiterentwicklung so ja aufgebohrt wurde, dass man unterscheiden konnte zwischen Chassis, Aerodynamik und
Und Motor plus natürlich das Thema Strapazierfähigkeit, ne, das gab es ja bisher nicht. War ja bisher alles Fasching, war ja Wumpe. Also das haben sie, denke ich, gut gemacht. Und da sollten sie, denke ich, weitermachen in die Richtung, auch gerne mit etwas mehr Informationen. So, was will denn das Team von uns? Hi, Emma hier. Wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. Was denn? Ach ja, Platz 13, da geht ja noch. Platz 13, na klar. Und besser als Grosjean. Naja, okay. Schauen wir mal kurz nochmal ins Laptop rein. Okay, wir haben alle Punkte. Wir haben 437 Punkte. Was hat unser Motoren-Upgrade gebraucht? Irgendwie so 400 bla irgendwas, gell? Was kostet es? So wenig Punkte. 450. Super, es fehlen 13 Punkte. Ganze 13. Aber gut, die werden wir im Rennen einfahren und dann können wir uns das Ding leisten. Aber es ärgert mich immer noch. Dieses Upgrade, ne, das hätte uns nochmal mehr Power gebracht. Wer weiß, inwiefern sich das jetzt auch in Rundenzeit nochmal ausgezahlt hätte. Aber gut, hätte Fahrradkette. Ne, wir kennen das ja. Na schön, Leben ist kein Wunschkonzert. Wir sind durch für heute. Genau, die kurze, charmante Zusammenfassung. Das war's, Qualifying. Ich sag vielen Dank fürs Dabeisein und freue mich hoffentlich gemeinsam mit euch auf das Rennen hier im königlichen Park von Monza und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.